Und ja, da sind wir in Final Fantasy 7. Viel weiter haben wir nie gespielt. Leider. Das gute alte Final Fantasy 7. Und ich muss noch die Musik ausmachen. So. Gute Final Fantasy 7. Bitte komm rein, hier gibt's gratis einen Apothekengutschein, wenn ihr jetzt kommt. Willkommen, nehmen Sie Platz, wo es Ihnen beliebt. Ja, ist ja nur ein Platz frei, ne? Würde ich schon nicht essen, sind mir zu viele Leute. Sitzen. Was darf ich Ihnen bringen? Koreanischer Grillteller, Sushi-Teller, Tagesgericht. Ich will den Sushi-Teller, weil ich einfach so Lust habe wieder auf Sushi. Kommt sofort. Hier wird zuerst bezahlt. Das macht 70 Gil. Danke. Einen Moment. Eigentlich sehr komisch, zuerst das Restaurant bezahlen, bevor er die Dienstleistung geliefert hat. Hier bitte. Lassen Sie es sich schmecken. Seht ihr den wunderschönen Sushi? Könnte besser sein. War okay. Hier ein Gutschein für die Apotheke. Den kann man dort eintauschen. Wir haben keine Gutscheine mehr. Warten Sie auf das nächste Angebot. Apothekengutschein erhalten. Sehr nice. Du. Hey Junge, du hast da aber ein hübsches Mädel. Bring sie dem Don. Also, dann machst du ein Vermögen. Ein bisschen früh für Essen. Komm später wieder. Hallo? Entschuldigung? Wir haben schon geschlossen. Okay. Ich hab gedacht, wenn ich ihm so ein bisschen nerve. Aber gut. Was ist hier drin? Du, die Apotheke. Huch! Warum sagst du nichts, wenn du da stehst? Ah, ein Gutschein. Such dir ein Mittel aus. Desinfektionsmittel, Deodorant, Abführmittel. Ich nehme das Abführmittel. Schlüsselobjekt, Abführmittel erhalten. Okay, so. Hey ihr zwei, wollt ihr euch nicht etwas ausruhen? Wir haben ein schönes Zimmer, toll. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, weswegen denn? Ich mag's nicht aussprechen, es ist der Laden dort unten auf der rechten Seite. Johnny, Mann, soll ich reingehen oder nicht? Sowas macht mich völlig irre, ich bin blöd. Hey, bist du nicht... was heißt das? Du willst auch? Beleidige mich nicht. Was? Ich auch? Ich habe lange gebraucht, um mich zu entschließen. Meine letzte Erinnerung an Midgar, weißt du? Aber der Typ da drüben jagt mir irgendwie Angst ein. Nee, keine Chance. Lass gut sein. Es klappt einfach nicht. Wir sind zu verschieden. Und mein knappes Gehalt, das funktioniert einfach nicht. Was zum Teufel, du Du Piep! Das ist keine Piep-Show. Ich bin beschäftigt. Pass auf, sonst gibt's gleich Ärger. Willkommen. Selbst Loser wie du können hier den Traum ihres Lebens erfüllen. Suchst du auch eine Freundin? Kennst du eine Tifa? Du bist aber schnell. Tifa ist unser neuestes Mädchen. Leider führt sie aber gerade ein Gespräch. Im Gasthaus zu Honigbiene werden die neuen Mädchen erstmal zu Don Corneos Villa gebracht. Don Corneo ist ein berühmter Amateur. Also, Amateur. So einer wie Patrick.
Jetzt will er sich langsam niederlassen und sucht nach einer Braut. Das Gasthaus zur Honigbiene ist ein Privatclub. Es werden nur Mitglieder eingelassen. Ja, toll. Tschüss. Okay, er erzählt nur das gleiche Problem. Nicht drängeln, du Rüpel. Willkommen, bitte lasst euch Zeit. Dieses ganze Gerümpel, muss das hier rumliegen? Das gehört alles dem Eigentümer des Waffengeschäfts. Er sammelt diese Sachen und bewahrt sie hier auf. Oh, du meinst den Waffenhändler, der einen Panzer in seinem Geschäft hat. Aber du hast recht, das hier ist nur Schrott. Okay. Bleib doch hier. Trainiere mit uns. Oh je, ich habe wieder zugenommen. Also, 1, 2, 3, Kniebeugen im Takt. Ich versuch's, ja? Wie ist das? Wir lassen die Leute mal. Hier ist ein Restaurant, okay. Okay, okay. Hier ist der Waffenladen. Bist du? Naja, gebe vielleicht noch nicht so schnell mein Geld aus. Willst du was? Ich möchte keine Klagen darüber hören, wie die Sachen aussehen. Okay, tschüss. Dann halt nicht. Das ist das Anwesen von Don Conero, dem mächtigsten Mann in Walmart. Hör zu, der Don steht nicht auf Männer, also lass dich hier nicht wieder blicken. Hey, du hast auch noch ein Schätzchen dabei? Das scheint das Anwesen des Dons zu sein. Ich seh's mir mal genauer an. Ich werde Tiffa von dir erzählen. Nein, das kannst du nicht. Warum? Du weißt, was das für ein Ort ist, oder? Was soll ich denn sonst tun? Willst du mit reinkommen? Naja, als Mann dürfte das nicht so einfach sein. Und außerdem, wenn ich da reinplatze, gibt es viel zu viel Aufregung. Aber ich kann dich da nicht einfach alleine reingehen lassen. Oh Mann. Zuerst müssen wir herausfinden, ob es Tifa gut geht. Was ist denn so witzig, Aris? Cloud, warum verkleidest du dich nicht als Mädchen? Das ist die einzige Möglichkeit. Was? Immer mit der Ruhe. Ich bring nur eine Freundin mit. Aris, ich kann nicht. Du machst dir Sorgen um Tifa, stimmt's? Dann los, schnell. Doch, du kannst. Hey, Timo, mein Lieber. Wie geht's dir? Mensch, sind die Zeiten schlecht. Na, mir geht es mega gut. Und wie geht's dir? Ja, ein wenig müde, wie immer. Aber sonst recht okay heute, ja. Richtig gut, würde ich sagen. Ach, wieso müde? Mein Schlafrhythmus ist in letzter Zeit nicht so toll. Sagen wir es mal so. Wenn ich schlafe, ziemlich oft wach. Und dann?
Ach, wirklich? Aber den Park ist auch anstrengend. Jo, das kommt auch noch dazu. Da hast du recht, Otto. Oder Julia. Ich weiß nicht, ob Julia noch da ist, nicht, dass ich den wieder verwirre. Kannst du mir einen Gefallen tun? Das ist noch den ganzen Tag, also, ja, da drin, ne? Und kommt nicht mehr raus. Ich kann nichts mehr halten. Ja, Unfälle passieren. Hallo? Hier drin ist jemand, guck weg. Hier drin ist jemand, guck weg. Was? Gib ihr Medizin. Wir haben ja das Abführmittel, ne? Wie? Du gibst mir wirklich welche? Oh. Danke. Puh, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank für deine Güte. Schlüsselobjekt sexy Parfüm erhalten. Wie riecht denn bitte ein sexy Parfüm? Kann mir das mal einer sagen? Kann mir das mal einer sagen? Ja, bestellen kann man an der Theke. Na toll. Na wie wohl? Sexy. Ein Körpergeruch. Oder deiner. Oder euer Chat. Pavian-Gehege vielleicht. Klingt auch eigentlich gut. Hi. Entschuldigen. Ich würde gerne ein Kleid kaufen. Das wird eine Weile dauern. Ist dir das recht? Was gibt's für Probleme? Nun, mein Vater, der Eigentümer, hat in letzter Zeit nicht viel zu tun, weißt du? Er näht all diese Kleider. Und wo ist dein Vater? Er sitzt vermutlich betrunken in der Kneipe. Also, heißt das, ich muss deinen Vater überreden, mir ein Kleid zu nähen? Ja, tut mir leid, er macht so viel Ärger. Könntest du mir helfen, ihn herzuholen? Tja, wenn ich nichts tue, bekomme ich kein Kleid, stimmt's? Wirklich? Bitte hilf meinem verrückten alten Vater, ich weiß nicht mehr weiter. In Ordnung, wir tun was. Lass uns gehen, Cloud. Ja, toll. Ich hab ja so einen Bock. Ich hab sexy Parfüm. Das ist der Mann hier. Ja. Entschuldigung, sind Sie der Vater des Mädchens in der Boutique? Mir gehört das Geschäft, aber ich bin nicht dein Vater. Habe ich auch nicht gesagt. Nähst du mir ein Kleid? Ich nähe keine Männerkleider und jetzt habe ich schon gar keine Lust mehr. Verarschen könnte jemand anderen. Cloud, warte eine Sekunde. Ich versuche mit ihm zu reden. Warum gehst du nicht darüber und bestellst was zu trinken? Weißt du, er hat immer gesagt, dass er sich einmal als Mädchen kleiden möchte. Darum hätte ich gerne ein hübsches Kleid für ihn. Was? Ein kräftiger Bursche wie der? Also, was ist? Nähst du ihm eins? Naja, könnte interessant werden. Es wird etwas langweilig, immer nur normale Kleider zu nähen. Ja. Dann machst du das also. Ne? Eins für uns. Ja, gut. In Ordnung. Was für ein Kleid wollt ihr? Etwas... Okay, Chat, es ist an euch. Etwas, das sich sauber anfühlt oder etwas, das sich weich anfühlt? Bin gespannt.
Julian will was Weiches. Wundert mich nicht. Wir nehmen dann weich. Machen wir. So, und das außerdem glänzend oder schimmernd? Also glänzt, schimmernd. Diese ikonische Musik, ne? Auch schön. Bin doch ganz froh, dass der Chat sich dafür entschieden hat. Ich bin ganz, ganz froh darüber. Julia, kannst du dich nicht entscheiden, ob dein Kleid weich glänzend soll sein oder weich schimmernd? Ja, es ist schwierig. Tja. Glaube ich dir, dass es schwierig ist. Schimmernd, okay. Okay. Ich habe einen Freund, der auch so einen Geschmack hat. Ich werde mal mit ihm sprechen. So, das Kleid hätten wir auch. Für unsere Modeschau. Hi. Sieht so aus, als sei alles gerade gelaufen. Er arbeitet seit seiner Rückkehr an dem Kleid. Oh, da bist du ja. Es ist fertig. Probier es an. Schlüsselobjekt erhalten. Seidenkleid. Gehen wir uns mal schnell umziehen. Oh, wie zieht man denn sowas an? Huch! Lass los! So ganz stimmt das noch nicht. Eine Perücke, die fehlt. Habe ich mir gedacht. Also habe ich mit einem Freund gesprochen, wo man eine bekommt. Kennst du das Sportstudio? Da gibt es eine Menge Leute wie dich. Geh und red mit ihnen. Wie dich? Aris, was hast du mir erzählt? Spielt das eine Rolle? Wir haben bestimmt ein schönes Kleid, also... Ja, los. Ich hasse Kniebeugen. Würde ich noch gesagt haben. Hi. Du willst einen auf süß machen? Auf süß? Genau, das will er. Und die Perücke? Bekommst du, aber nicht umsonst. Ach, Big Bro. Süßer wirst du nur, wenn du Big Bro schlägst. Stimmt. Also musst du dich mit uns messen. Genau, machen wir also Kniebeugen. In Ordnung, aus diesem Studio vertreiben wir dich. Bist du der schöne Bro? Was? Das wusstest du nicht? Der ist ständig hier und alles dreht sich um ihn. Aber egal, komm hier rüber. Nein, ich erkläre dir die Regeln.
Wenn du bereit bist, drücke Quadrat, um in die Hocke zu gehen. X, um dich aufzurichten und Kreis, um wieder die Ausgangsstellung einzunehmen. Also Quadrat, X, Kreis in richtiger Reihenfolge. Kapiert? Nein. Ich hasse es. Wer nach 30 Sekunden die meisten Kniebeugen gemacht hat, bekommt die Perücke. Ich werde nicht verlieren. Die Perücke von Big Bro gehört mir. Seid still. Es ist nicht fair, wenn du gleich loslegst. Also willst du etwas üben? Ja, ein bisschen. Dann fang an. Ich hasse das, ne? Das Minigame. Ich wollte wieder zu viel. Ding ist, meistens, wenn du einmal aus deinem, einmal aus diesem Knopfgedrücke raus bist, kommst du nicht mehr rein. Du hast 15 Kniebeugen gemacht, also lass uns loslegen. War nicht drauf vorbereitet, Junge! Kacke. Er hat 16 Kniebeugen gemacht und du hast 17 Kniebeugen gemacht. Yes! Yes! Du bist echt eine Nummer. Okay, ich steh zu meinem Wort. Hier hast du sie. Eine blonde Perücke haben wir erhalten. Big Bro, ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Riesige Nackenschelle, Junge. Halt die Klappe. Hör auf zu jammern, weil du verloren hast. Oh, Brusthiebe gehen bis auf die Knochen. So. Oh, ist mir egal, was ihr hier macht. Ich gehe. Aber eine Perücke. Du scheinst fertig zu sein. Probier es an, um zu sehen, ob es passt. Siehst du dich nicht um? Okay, ich bin soweit. Das ist die Chest. Das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht. Sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Versuch eleganter zu laufen, ungefähr so, Fräulein Cloud. Was meinst du mit eleganter? Oh, du bist echt süß, Fräulein Cloud. Ich möchte auch eins. Hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wäre es mit dem? Warte, was redest du? Das ist viel schöner. Ach, was redest du? Dieses. Ich möchte dieses. Wie? Ich ziehe mich jetzt um. Nicht gucken! Und, wie sehe ich aus? Ah, du bist ein Langweiler. Geh mal schnell die Zähne putzen. Mach das, mein Lieber. Mach das.